Alter, jetzt kommen Monster. Stufe 2, ja. Mini-Zombie, nice. Danach kannst du, dann kannst du den Schadenstrang Nummer 2. Ich komm wahrscheinlich nicht mal hoch. Wegen Zombies? Oder? Wegen Skeletten, die mich verfolgen. Kannst du bitte mal hoch und hilfst mir? Da verschwinden die Monster. Oh, scheiße, ich bin fast tot. Bin auf dem Weg. Wenn nicht, spring kurz hier runter. Das Problem ist, die sehen mich ja nicht. Also, dass mich Monster sehen, wenn ich unsichtbar bin, finde ich irgendwie doof. Ja, das ist, weil du so ein Dings hast um dich rum. So, ich komm mal diese kurz. Diese Blubberbläschen, das ist ja mein Problem. Das ist für mich keine ausreichende Möglichkeit, irgendwie jemanden zu sehen. Tax! Nicht sterben, ich bin auf dem Weg nach oben. Alter, wir haben wieder nichts geschissen gekriegt. Hi! Ich muss voll hart aufpassen, dass ich nicht irgendwie irgendwas von den Sachen trinke. Du hast keine Rüstung, also vorsichtig. Ja, ich warte hier unten extra. Das ist für mich fast wie Monster Spawner. Guck mal nach. Alter, da warten sie. Wuhu! Alter, Creeper explodiert noch nebendran. Alle tot. Kann ich hochkommen? Ja, ja. Gut. Alle Skelett? Gekillt. Alle gekillt. Das einzigste Schlimme sind Skelette. Ja. Weil die schießen dich einfach wieder raus. Ich will jetzt noch ein paar Creeper töten. Alter, drei Endermänner gespawnt. Da ist ein Skelett, das auf... Alter! Ich habe außerdem heute eine neue Serie ins Leben gerufen, also nice. Für... Skelett hat mich gekillt. Ich sag doch, die sind das ekelhafte Person. Der hat mir irgendwie einen Headshot gegeben oder sowas. Habe ich einfach einen halben Hit Herz zu viel gezogen als normal. Alter, die sind so mighty, die Skelette. So habe ich ihn gekillt. Also erst ein normales Spinnenauge. Dann muss ich erstmal alle Direktschadentränke rausholen. So. Direktschaden. Boah, die drei Direktschaden, die da noch drin waren. Gib mir die Scheiße nicht weiter. Das sind so viele Zombies, ich komme sonst gar nicht mehr dazu. Bin auf dem Weg nach oben. Auf dem Weg nach Vertania City. Mhm. Oh, da sind werfbare Tränke des Schadens, Schwäche. Tiberius wurde erschossen durch Kubi und Kubi nur so, ups, shit. Ja. War voll nicht meine Absicht. Wie leid ich tu. Wie ich nie die Spinnenaugen direkt finde. Ah, hier. Also erst Spinnenauge. Dann hat Spinnenauge, nicht fermentiert. Erst Spinnenauge, danach Glowstone, danach fermentiertes. Und ich mach kurz, die werfbaren Tränke. Die unwerfbaren Tränke. Ah, du hast noch unwerfbare Tränke, gell? Nein, irgendwas ist da falsch. Was passiert? Gewöhnlicher Trank. Ach so, verdammt, erst Never-Zeug. Boah, jetzt haben wir ein Spinnenauge verschwendet. Ja, wir haben 30 Stück. Ja, die hab ich jetzt. Ich werf die weg. Nicht die falschen wegschmeißen! Das sind gewöhnliche Tränke, ja. Da waren ja 3 Splash Potions dabei. Nee, ich hab die hab ich. Naja, das erkenne ich doch. So, dann haben wir wenigstens nochmal 3 Splash Potions. Hast du noch welche? Hier sind jetzt wieder Splash Potions drin und ich brauch erstmal die Dinger, die Warzen rein. Habe ich da nicht eine reingemacht? Du hast doch die. Du hast doch die wirklosen Tränke weggeworfen, oder? Ja. Jetzt weiterverarbeiten können.
Ach echt? Ja. So, Wasserflasche. Ich hab Dinge reingemacht. Ich geb dir mal einen Stack Warzen. Hau die in deine Ender Chest rein. Und nur wenn wir braun oder so, machst du sie. Oh. Nur wenn wir braun oder so, machst du sie raus, okay? Dass sie auch wirklich bei uns bleiben. Ja. Das Problem ist, das sind jetzt Wasserflaschen. Die werden zu seltsamer Trank wirkungslos. Das ist ein seltsamer Trank, ja. Und danach machst du ein Spinnenauge rein. So eins. Ja. Das jetzt wieder nicht hinhaut. Nee, so habe ich das vorhin auch gemacht. So, direkt Schaden. Wupp, 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 wupp. Nee, nicht. Es wird erst Trank der Vergiftung. Nein, hier aus dem anderen Ding. Alter, nice. Trank der Vergiftung, danach Trank der Vergiftung 2. Und dann, wird's zum Dings zum anderen Trank. Ah, so, Trank der Vergiftung und jetzt machst du Glowstone rein. Ah, das wollte ich gerade machen. Aha, zu spät. Und danach machst du das fermentierte Auge rein. Und danach Schwarzpulver. Und dann geht's auf die Reise. Und dann noch eine halbe Stunde, ey. Wir waren so produktiv. Ja, megamäßig. Tränke haben wenigstens haben wir Tränke gebraut. Ja, wenigstens haben wir Tränke, wenigstens etwas. Also haben wir wenigstens von unserer To-Do-Liste 2 Sachen geschafft. Ja, Tränke und? Tränke und meine Festung wieder halbwegs hinzaubern. Oh, okay, das ist natürlich mega wenig. Was auch doof ist. Ja, halbwegs hinzaubern. Ich sag's nochmal, ich hatte keine Nether-Bricks mehr. Ah, okay. Ja klar, dann. Deswegen habe ich einfach dieses Loch in der Wand, wo Netherbrick hingekommen wäre, habe ich einfach mit Dreck ausgefüllt. Und jetzt mit fermentiertem Spinnenauge. Okay. Vergiftung 2, die 0,22 Sekunden hält. Genau, und da haust du jetzt das fermentierte Spinnenauge ein und danach hast du Schaden. Vergiftung 2 macht mehr Schaden, oder was? Ja, aber halt auf viel, viel kürzer. Also es macht halt schneller Schaden. Es macht halt Tück. Also, er war lang. So, und jetzt noch Sprengpulver hinterher. Gut. Dann haben wir genug Schadenstränke, um alle einmal mindestens einmal zu töten. Ja, weil ich hab vor noch. Genau. Machen wir jetzt noch die Dia-Aktion. Ja, die machen wir jetzt noch. Und ich habe meinen Unsichtbarkeitstrank dabei. Karotten habe ich auch noch dabei. So. Soll ich die Instant-Schadenstränke mal mitnehmen? Nee. Weil wir haben so circa 10, 14 davon haben wir. Ich würde sagen, wir machen mit denen noch gar nichts. Also nur wenn die hier hochkommen, dann gibt's hier Stress. Okay. Oder wenn die wirklich hier nerven. Dann müssen wir die Kiste eigentlich woanders hinpacken. Die dürfen nichts rausnehmen. Also das ist, wir schauen uns das einmal genau an. Wir sollten einen Screenshot machen. Nee, ich nehme mir 3 Stück und hau die in die Truhe rein. In meine Chest rein. Ich habe da keinen Platz mehr. Das ist das Problem, ich habe keinen Platz mehr. Obwohl, ich könnte. In der Truhe? Ich nehme als unnötige Sachen raus. Was im Klartext nicht gerade viel ist. Hast du die Glücksspitzhacke hast du, ne? Weißt du, wo bei denen die Ender Chest ist? Ja, die habe ich dir mal hingestellt. Im Tausch gegen Obsidian. Ich schmeiße jetzt einfach alles mal in meine Kiste. Die Glücksspitzhacke hast du, ne? Ja, die Glück habe ich auch. Gut, Alter, dein Eisenschwert macht so viel Schaden wie ein Diamantschwert. Was? Das Eisenschwert, das du hast, das macht mehr Schaden als mein Dia-Schwert. Meins macht 7, deins macht 8,5. Banner. Nice. Ich hau kurz das Eisen in, Nein, das Quarz, das will ich in der Chest lassen, weil es ist mir zu wertvoll. Stein, Monsterstuff. Obsidian. Ja, das kannst du eigentlich rausmachen, das wird dir niemand wegnehmen. Oder sollte so. Den niemand wegnehmen. So, fertig, passt. Oder noch ein paar Tränke. Also, nicht wundern, deswegen da plötzlich so viele Tränke wechseln. Ich habe ein paar mitgehen lassen. Achso, rübergezogen. Ja gut, ich mache Vergiftungstränke auch mal bei mir rein. Ich habe sogar 2 Unsichtbarkeitstränke mitgehen lassen, weil... Nee, weil immer wir mal in der Nähe von der Enderchest sind. Ich hole jetzt mal ein paar Sachen raus. Also lass hier oben auch noch irgendwann mal dem... Also wenn die Insel dann fertig ist, dann pflanzen wir hier oben auch alles nochmal neu an. Mhm. Moment, woher weißt du, wo mein Eisenschwert ist? Warum? Ist dein Eisenschwert? Hast du für mein Eisenschwert genommen, oder was? Ja, das war in der Kiste.
Willst du sie wieder haben? Nein, 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 halt ruhig, halt ruhig. Ja, ich hätte sie sofort zurückgegeben. Ich brauche Rüstung. Irgendwas will ich noch nehmen, nur mir fällt nicht ein was. Ich equip mich jetzt härter als jemals einer war. So, mehr nicht. So. Nehme ich noch ein paar Pfeile hier mit, einfach so, um auf den Sack zu gehen. Dahin. So, fertig, passt, jetzt können wir gehen. Du unsichtbar, ne? Ich gehe unsichtbar, ja. Okay, ich die 8 Minuten müssten ja eigentlich ausreichen bis da drüben hin, ne? Nee, du brauchst es noch nicht da. Du brauchst erst da drüben trinken. Also ich habe jetzt in meiner Ender Chest insgesamt 4 Gifttränke, 5 Schadenstränke, einen Werfer und Trank der Schwäche, weil. Hey, wir hatten übrigens noch einen Pisten dastehen, ne? Und 2 Unsichtbarkeitssachen, was? Wir hatten übrigens noch einen Pisten dastehen. In der Bullshit-Kiste. Oh. Ach, scheiß drauf. Nur wegen vorhin. Na, jetzt könnten wir natürlich schon 2 hinpacken. Brauche ich um einen großen Wasserfluss hinzupassen. Ich hab den ja die Essenszufuhr kaputt gemacht, indem ich halt da einfach mal. Ich hab's laufen lassen. Das hört sich komisch an. Ich bin nicht inkontinent. Ja, man könnte natürlich schon hier. Das fällt mir jetzt nicht auf. Wir könnten hier einen großen Wasserfluss machen, weil dann wird es schwerer, einen rauszuschießen. Nee, brauchen wir nicht. Wenn du willst. Weil müssen wir Bretzen also einmal rumlegen und dann noch 4 Pistons. Fertig. Ich brauch's nicht. Ich mach mal Brot gerade, dann haben wir nicht so wenig, haben wir wenig mehr Weizen. Wieso bewege ich mich eigentlich so viel? Dann verliere ich die ganze Zeit Nahrung. Weiß ich nicht. Ja, als erstes, ich habe zum ersten Mal Brot gemacht. Wuhu, du Bäcker. Was wollten wir noch verlegen? Außer Rohre. Oh. Keine Ahnung. Ich habe noch Schwarzpulver habe ich dabei, das werfe ich, mache ich mal hier rein. Weißt du was, wir machen es jetzt so, du gehst jetzt noch nie los, ich gehe in der Zwischenzeit kurz mal einmal aufs Klo. Okay. Und bin gleich wieder da, ich lasse dich auch noch auch laufen, also das bis gleich. Das ist eine Ansage. Na, na, na. Also Leute, ihr seht, hier ist Trubel-Dubel los. Also hier geht's voll ab. Alex und ich schmieden Pläne bis zum geht nicht mehr und ich wette, es geht wieder schief. Einfach weil wir zu inkompetent sind. Geil ist, ich habe keine gescheite Rüstung. Die will ich nicht aufbrauchen. Na gut, machen wir so, bis er weg. Oh, scheiße. Bis er wieder da ist vom Pissen, werde ich einfach hier ein paar Viecher slayen. In meiner mega OP-Rüstung, die niemand toppen kann. Weil sie einfach so OP ist. Okay, wenn ich da jetzt hingehe, kriege ich hart aufs Maul. Alter, hier ist richtig. Hier ist die Monsterfarm. Ich glaube, ich möchte lieber meine. Alter, wollt ihr mich verarschen? Wuhu! Hausparty. Alter, ich verreck hier. Gnadenlos verreckt. Alter. Na gut, um Zeug wiederzuholen. Machen wir es einfach mal so. Und nehmen unser Dia-Schwert mit. Moment. Ich habe ein Erfolgserlebnis gebracht. Wieso? Ich bin mal wieder verreckt. Wieso hast du es an dir das angenommen? Also kann ich jetzt mitkommen? Unten sind zu viele Mobs. Ich muss kurz mal hier einen Zombieslayer 5000 rausholen. Wieso hat der Verband drauf wie ein Blöder? Ich geh gerade so megamäßig ab hier. Alles zerficken. Das ist ja was Z-Slayer LP oder was? Den gibt's wirklich. Kann sein, dass auch gleich ein. Alter. Was auch toll wäre so ein Geschwindigkeitstrank. Gibt's auch. Nee, in Kombination mit Unsichtbarkeit. Achso. Kannst du beide nehmen. Ja, ja. Wie macht man sich ein? Weiß ich gar nicht. Ich glaube mit Zucker, warte mal. Haben wir irgendwo Zucker? Wir haben Zuckerrohr, das weiß ich, aber natürlich wo? Natürlich haben wir Zucker. Was?